alle erschienen sind an diesem heißen Tag, der nicht nur von den Temperaturen heiß ist, sondern auch in der aktuellen politischen Lage so ist, dass es schon ein außergewöhnlicher Glücksfall ist, dass wir unseren heutigen Gast hier bei uns begrüßen dürfen. Lieber Herr Bosbach, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Und vielen Dank auch ganz besonders deswegen. Es ist ja nicht so, dass Herr Bosbach nur gerade mal in München vorbeikommt, sondern er ist heute früh von Köln hier geflogen, wird dann nachher gleich wieder nach Berlin weiterfliegen, verständlicherweise heute viel gefragt. Deswegen müssen wir auch uns streng daran halten, wir müssen um 12:30 fertig sein. Es wird sicher viele Fragen geben, die auch über diese Zeit hinausgingen, aber da muss ich dann um Verständnis bitten, dass wir dann auch wirklich abbrechen müssen. Herr Bosbach, es ist so erstaunlich, wir haben es schon, als ich Sie am Flughafen abgeholt habe, auf dem Weg rein gesagt, besser hätten wir den Termin für den Besuch nicht finden können. Und ich verzichte auch darauf, Herrn Bosbach jetzt weiter vorzustellen, denn ihn kennt jeder. Ich würde sagen, Herrn Bosbach vorzustellen, ist Eulen nach Athen zu tragen. Wobei wir tragen eher Euros zurzeit nach Athen als Eulen. Deswegen springen wir gleich rein. Da möchte ich auch so machen, dass nicht, wie es so üblich ist, dass ich dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten im Dialog bin, sondern gleich nach der Eingangsfrage, dass wir gleich in das Gespräch gehen, denn ich bin sicher, Sie haben alle viele Fragen. Herr Bosbach, was gestern geschehen ist, hätten Sie so erwartet? Ein solches Ergebnis habe ich nicht erwartet. Das ist an Klarheit kaum zu überbieten. Alle sind im Grunde davon ausgegangen, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nein, also dem Vorschlag der Regierung, und Ja, dem Vorschlag der Opposition geben würde. Ein 60-40 Ergebnis ist nicht vorhergesagt worden, auch nicht von denen, die es noch viel besser wissen müssen als wir, von den Meinungsumfrageinstituten in Griechenland oder von der griechischen Presse. Innenpolitisch stärkt sicherlich die Regierung Tsipras dieses Votum. Außenpolitisch wird es eher schwieriger, denn wir haben im Moment eine Konfrontation, die so hart ist, wie ich sie in meiner 21-jährigen Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag bei außenpolitischen und europapolitischen Fragen noch nie erlebt habe. Und ich frage mich, wie Herr Tsipras überhaupt auf den Gedanken kommt, dass auch nach der Wortwahl der letzten Tage nunmehr die Verhandlungen mit den Gläubigern leichter werden könnten als zum Zeitpunkt des Abbruches der Verhandlungen vor knapp 2 Wochen. Ja, er schätzt wahrscheinlich Europa so ein, wie wir es ja erleben. Irgendwo geht es immer weiter und Kompromiss ist ja das Bindemittel der Europäischen Union. Also nach dem, was wir in der Fraktion über Verlauf und Abbruch der Verhandlungen gehört haben, war es nicht nur ein großzügiges, sondern ein sehr großzügiges Angebot der Eurozone, was auch über ein weiteres drittes Hilfspaket hinausgegangen wäre. Und man war wohl auf einem guten Weg, bis der Anruf kam seitens der griechischen Regierung, dass die Verhandlungsdelegation wieder abziehen musste, weil man sich für ein Referendum entschieden hatte. Und selbst wenn man zu dem Ergebnis gekommen wäre, es geht ja immer um die Frist, 30. Juni, 24 Uhr, und Auszahlung der letzten Tranche des zweiten Hilfspaketes, wäre das ja nicht das Ende der Bemühungen gewesen. Jeder wusste ja, wenn diese Tranche ausgezahlt wird, dann muss es ein neues, drittes Hilfsprogramm geben in einer Größenordnung von mindestens 20 bis vielleicht sogar 40 Milliarden Euro, weil ja auch im Laufe des zweiten Halbjahres Belastungen auf Griechenland zukommen, die viel höher sind als die Belastungen im ersten Halbjahr, von den zukünftigen Belastungen des Landes ganz abgesehen. Hat man denn da nicht am Anfang einen Fehler gemacht? Hat man das falsch eingeschätzt, das ganze Griechenland-Problem? Am Anfang stand das Prinzip Hoffnung und dass Griechenland die Konditionen, die mit der Gewährung von Hilfen verbunden waren, auch beachten würden, so wie in anderen Ländern auch. Wie in Spanien, in Portugal, Irland schlussendlich, in Zypern. Im Kern geht es ja
darum, dass alle staatlichen Leistungen, die ein Land seinen Bürgern gewähren möchte, ob das Infrastruktur ist, ob das Sozialleistungen ist, Bildung, Forschung, was auch immer, durch die Wirtschaftskraft des Landes finanziert werden müssen. Meistens, das ist übrigens bei uns in Deutschland auch die Regel, sind die Ausgabenwünsche der Politiker größer als die Einnahmen, dann nimmt man Kredite auf. Diese Kredite bekommt man aber nur, wenn der Kreditgeber Grund zu der Annahme hat, dass bei Fälligkeit die Kredite auch zurückgezahlt werden. 2010 hatten die Finanzmärkte das Vertrauen in Griechenland komplett verloren. Also wurde das Risiko, was private Gläubiger nicht mehr zu tragen bereit waren, auf die öffentlichen Gläubiger übertragen, genauer gesagt auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Normalerweise gewährst du einen Kredit nur gegen Sicherheit, aber wir hatten keine Sicherheit. Mit Ausnahme Finnlands haben die anderen Länder der Eurozone für die öffentlichen Hilfen keine Sicherheiten bekommen. Als politische Sicherheit sollte dann ein Reformprozess eingeleitet werden, dass das Land in die Lage versetzt, sich aus eigener Kraft zu finanzieren, jedenfalls mittelfristig, und das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen. Das war das Prinzip Hoffnung. Es wird allerdings Zeit, dass wir uns ehrlich machen, ohne Vorwürfe an irgendjemanden. Wir Politiker haben immer gesagt, Hilfe nur gegen Reformen. Das war nur die halbe Wahrheit. Es war immer Hilfe gegen Reformzusagen. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen ja auch jedenfalls zunächst die sogenannten Fortschrittsberichte der Troika. Das waren teilweise Fortschrittsberichte, teilweise aber auch Stillstandsberichte. Das waren solche Schinken, wo jede einzelne Maßnahme im Detail beschrieben wurde. Das wurde beschlossen und umgesetzt, das wurde beschlossen und nicht umgesetzt, das wurde noch nicht einmal beschlossen, geschweige denn umgesetzt. Maßnahme für Maßnahme. Und am Ende kam das Ergebnis, Griechenland hat nur einen Teil des Weges zurückgelegt, ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber das Land verdient weitere Unterstützung und dann wurde wieder die nächste Tranche ausgezahlt. Also jetzt mal ganz flapsig formuliert, Griechenland hat so getan, als hätte man den Willen zu reformen und wir haben so getan, als würden wir das glauben. Eins habe ich nicht verstanden bei der Beschlussfassung über das zweite Hilfspaket. Es muss doch jedem klar gewesen sein, wir sind jetzt 2011, 2012, dass bei allen Milliarden Anstrengungen die Lage nicht besser geworden ist, sondern schwieriger. Damit meine ich nicht nur den Schuldenstand in Griechenland, sondern auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt, die soziale Lage weiter Teile der Bevölkerung. Es ist immer schlimmer geworden. Also hat man dann ein zweites Hilfspaket verabschiedet und dann haben wir Ende Februar beschlossen, die letzte Auszahlung der letzten Tranche um weitere 4 Monate zu verlängern, um eine Gelegenheit zu geben, mit der neuen griechischen Regierung zu einem guten Abschluss zu kommen. Und das war aus folgenden Gründen problematisch. Die Regierung Tsipras ist ja gewählt worden, weil sie gesagt haben, wir wollen die bisherige Politik nicht fortsetzen. Verträge werden aber nicht mit Regierungen geschlossen, sondern mit Staaten. Im Grunde hat die Regierung Tsipras bei Regierungsantritt schon gesagt, wir halten uns nicht an die Verabredungen, die Griechenland eingegangen sind. Jetzt stellen Sie sich mal umgekehrt vor, die Gläubiger würden bei einem Regierungswechsel sagen, gut, wir haben Zusagen gemacht, aber jetzt haben wir eine neue Regierung, wir halten uns nicht mehr an die Zusagen. Völlig undenkbar. Wenn das einreißt, dass man bei einem Regierungswechsel sagt, wir haben jetzt eine neue Regierung, es ist richtig, mein Land hat sich völkerrechtlich verpflichtet, aber wir fühlen uns an diese Verpflichtungen nicht mehr gebunden, wir fangen jetzt bei Null an, kann das auf Dauer weder in der Europäischen Union noch in der Eurozone Erfolg gab. Desungeachtet haben wir monatelang verhandelt und das Ergebnis ist dann bekannt mit dem Referendum am vergangenen Sonntag und alle Bemühungen, mehr war wirklich nicht möglich, alle Bemühungen hatten am Ende nicht den gewünschten Erfolg, sodass man jetzt eine Grundsatzentscheidung fällen muss, entweder wird aus der Währungsunion eine dauerhafte Transferunion, ist meine feste Überzeugung, ohne weitere finanzielle Hilfen kann es Griechenland aus eigener Kraft in der Eurozone nicht schaffen. Da muss man sich ehrlich machen und muss sagen, was das kostet.
Ich kann dazu nicht raten, weil dann andere Länder in vergleichbarer Lage kommen werden. Wieso können wir eigentlich anderen Ländern etwas verweigern, was wir Griechenland in vergleichbarer Situation ohne weiteres zugestanden haben? Oder aber man sagt, Griechenland ist mangels Wirtschaftskraft und leistungsfähiger Verwaltung nicht in der Lage, aus eigenen Kräften auf Dauer in der Eurozone zu bleiben. Dann haben wir ein völkerrechtliches Problem, was man meines Erachtens aber lösen könnte. Ein Austritt aus der Eurozone kennen die europäischen Verträge nicht, weder Kündigung noch Austritt. Aber nach Artikel 50 des Europavertrages kann man aus der EU austreten. Dann allerdings muss man den Euro aufgeben. Es muss möglich sein, dass Griechenland in einer logischen Sekunde austritt, zu einer eigenen Währung zurückkehrt und wieder in die Europäische Union eintritt. Denn dort gehört auch meiner Meinung nach Griechenland ganz unzweifelhaft hin. Erstens würde das Land dann, wie heute auch, immer Hilfen bekommen aus der Europäischen Union heraus, nie aus der Eurozone. Griechenland war über lange Jahre hinweg das Land, was mit Spanien am meisten Hilfen erhalten hat. Griechenland liegt heute an zweiter Stelle hinter Polen. Polen bekommt in der EU die mit Abstand meisten Hilfen der Europäischen Union. Bei einer höheren Bevölkerung auch. Bei einer wesentlich größeren, sogar viermal größere Bevölkerung, aber bekommt auch fast doppelt so viel EU-Mittel wie Griechenland. Und dann müsste man Griechenland bei der Übergangsphase zu einer eigenen Währung nicht im Interesse der Regierung Tsipras, sondern im Interesse der Bevölkerung materiell helfen, damit das ganze Land nicht verelendet. Ich will nur wenige Zahlen nennen. Griechenland hat Sonne und Wind satt, jedenfalls mehr als wir. Griechenland muss aber 80% der Energie importieren. Griechenland ist ein Agrarland, muss aber 48% seiner Lebensmittel importieren. Griechenland muss zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems sehr viele Medikamente importieren. Bei einer eigenen Währung würden sie immer teurer. Da wird man dem Land aus humanitären Gründen helfen müssen. Ich kann nur dazu raten, dass das durch die Europäische Union geschieht, weil auch dann deutlich wird, das ist wirklich eine humanitäre Hilfe Europas für ein Land in großer Not. Sie haben gesagt, Europa muss eine Grundsatzentscheidung treffen. Ist das nicht eigentlich wieder die innere Situation in Europa? Um Grundsatzentscheidungen drückt man sich gerne doch herum und sucht irgendeine Lösung, die mauschelnd weiterführt. Also das, was wir jetzt unter keinen Umständen anstreben sollten, wäre ein Kompromiss irgendwie, damit es irgendwie weitergeht. Ja, Moment mal. Also, dass man Kompromisse machen muss, auch auf europäischer Ebene, ist klar, weil auch die Staaten unterschiedliche politische Ziele verfolgen. Das kann man ja auch am Beispiel Großbritannien deutlich machen. Es ist ja nicht so, dass alle 28 Staaten der Europäischen Union bei allen politischen Fragen gleiche Auffassungen und gleiche Ziele haben. Die politischen Richtungen sind zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn ein Kompromiss ein guter Kompromiss ist und kein fauler, dann spricht gegen einen Kompromiss nichts. Wenn aber hier ein Kompromiss geschlossen werden sollte, mit dem man sich nur Zeit kauft, mit dem man weitere Risiken in Milliardenhöhe eingeht, ohne die Probleme wirklich zu lösen, dann ist das ein fauler Kompromiss zulasten der Steuerzahler. Und dann wird sich das eines Tages bitter rächen, nämlich wenn sich diese Risiken realisieren. Das trifft dann möglicherweise nicht mehr diejenigen, die jetzt noch unmittelbar politische Verantwortung tragen, sondern die jüngere Generation. Aber das macht die Sache nicht besser. Ich habe gesagt, ich will nicht nur einen Dialog führen und deswegen schon mal die ersten Fragen. Aber bevor ich das sage, ich habe es vorhin vergessen, Frau Knobloch, herzlich willkommen bei uns. Freut mich, dass Sie immer wieder bei uns sind. Auch sind ja auch Mitglied bei uns. Die erste Frage. Ja, darf ich gleich fragen, wie es weitergeht? Darf ich gleich fragen, wie es weitergeht im Bundestag und mit der Regierung Merkel? Da gab es ein Angebot von ihr in letzter Sekunde, was über den Fokus-Ticker lief und den DPA-Ticker. Die Griechen haben das gesiegt.
wir kriegen zu Kreuze, Sie kriegen ein Hilfspaket, Sie kriegen wunderbare Konditionen auf besonderen Wunsch von Frau Merkel. Erstmal hat es das Angebot so wirklich gegeben. Was ist damit passiert? Ist es eventuell reaktivierbar? Und was sagt denn die Fraktion dazu? Was sagen Sie dazu? Ja. Also, ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich nur über das berichten kann, wo ich selber dabei war. Wir beobachten und lesen oft auch staunend die Pressemeldungen. Meistens ist es so, da ist was dran. Aber ob es dann komplett die Wahrheit ist oder ob noch was dazugehört, weiß ich nicht. Will ich auch nicht spekulieren. Deswegen in der Fraktion. In der Fraktion ging es ausdrücklich und ausschließlich um diesen 30. Juni. Und kann Griechenland diese Tranche 1,54 Milliarden Euro tilgen an den IWF? Und gibt es eine Übereinstimmung, Memorandum of Understanding, zur Auszahlung der vierten Rate? Weil ja der letzten Rate aus dem zweiten Hilfspaket, weil ja, wie vorhin beschrieben, die neue Regierung gesagt hat, wir halten uns nicht an die alten Vereinbarungen, wir wollen neu verhandeln. Und dennoch, es war eigentlich jedem klar, wenn jetzt nochmal gezahlt wird, macht das überhaupt nur Sinn, wenn man am nächsten Tag sofort weiterverhandelt über ein drittes Hilfspaket, weil ja klar war, dass selbst mit dieser Rate von 7,2 Milliarden Griechenland nicht schadlos den 31. Dezember diesen Jahres erlebt, von der Zukunft ganz abgesehen. Also eigentlich war das jedem klar. Die Frage, wie sieht dieses Paket aus und ist es mit dem Schuldenschnitt verknüpft, ist eine völlig andere Frage. Wie geht es im Bundestag weiter? Wir haben 19 Länder in der Eurozone, in 5 Parlamenten muss das Parlament zustimmen. Wir reden jetzt noch beim zweiten Hilfspaket. Das ist aber vorbei. Also wir können über vieles abstimmen, aber wir können nicht den 30. Juni wieder herbeizaubern. Also der 30. Juni ist der 30. Juni, aber das ist denn los? Entschuldigung. Also, das ist jetzt erstmal vorbei. Formal betrachtet gibt es jetzt den Antrag Griechenlands auf Mittel aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM. Das macht die Sache jetzt in dreifacher Hinsicht kompliziert. Erstens, wäre es überhaupt möglich? Der ESM ist eng mit dem Fiskalpakt verknüpft. Alle Länder haben den Fiskalpakt ratifiziert, auch Griechenland. Alle Länder haben den Fiskalpakt in innerstaatliches Recht umgesetzt, Verfassungsänderung, außer Griechenland. Es ist hoch umstritten, ob Griechenland überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt, ESM-Mittel zu bekommen. Der Wissenschaftliche Dienst sagt nein, gibt es ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, aber das lasse ich mal dahin stehen. Dann wird es von der Argumentation her für die Retter ganz schwierig. Denn unterstellt, Griechenland könnte grundsätzlich Mittel aus dem ESM bekommen, dürfen diese Mittel nur gewährt werden, wenn ohne die Mittelgewährung der Bestand der gesamten Eurozone in Gefahr ist. Die Regierung sagt aber seit 3 Jahren, dieser Fall liegt überhaupt nicht vor, weil wir jetzt so viele Rettungsmechanismen haben. Bankenaufsicht, Bankenunion, ESM, dass Ansteckungsgefahr, Dominoeffekt jedenfalls von Griechenland nicht ausgehen können. Die Gefahr ist gebannt. Griechenland hat ja 2% der Wirtschaftskraft der Europäischen Union, 2%. Und jetzt liegt das Risiko ja weit überwiegend bei den öffentlichen Gläubigern und nicht bei Banken, wo man sagen könnte, jetzt könnte es Effekt Lehman 2 geben. Also die Regierung müsste jetzt, die Retter müssten jetzt ihre gesamte bisherige Argumentation komplett umstellen. Und drittens, schon für die Aufnahme von Verhandlungen über die Gewährung von Mitteln aus dem ESM müsste der Deutsche Bundestag beschließen. Nur wenn verhandelt werden soll, also Sondersitzung im Sommer. Und dann müsste der Bundestag noch einmal beschließen, ob er jetzt dem so gefundenen Ergebnis zustimmt oder nicht. Also bisher war die Lage kompliziert, ab heute ist sie noch komplizierter. Herr Rosbach, vorweg aus doppeltem Grund nachträglich Glückwunsch zum Geburtstag. Deswegen, danke.
Ich habe zwei Fragen. Herr Varoufakis, der ja nun zurückgetreten ist, ist ja ein in der Wissenschaft durchaus anerkannter Spieltheoretiker, also in seiner Branche. Und könnten Sie sich vorstellen, dass dieser Mann sozusagen seine ganze Politik darauf angelegt hat, Spieltheorien in der Betriebs- und Volkswirtschaft jetzt mal in der Praxis zu erproben oder sozusagen schon von daher spieltheoretisch darauf vorbereitet war, zu pokern bis zum bitteren Ende? Und daran schließt sich die zweite Frage an, was ist das, das Ende, das Herr Varoufakis oder Herr Tsipras geplant hatten? Mir kommt es manchmal so vor, als ob da wesentlich mehr dahinter steckt, nämlich eine Änderung der Politik, des politischen Systems, und zwar nicht nur in Griechenland, dafür sind sie gewählt, sondern darüber hinaus auch für andere Staaten, die nicht weniger demokratisch sind als die griechische Demokratie, nur nicht so alt, derart, dass man eben sagt, beispielsweise, wir brauchen Solidarität, das ist, wir brauchen also Hilfe von anderen, wir brauchen vielleicht auch mehr Staatswirtschaft als Staatswirtschaft als freie Marktwirtschaft. Mir kommt das so vor, als ob das so sei. Und meine Frage ist dann, ob die Politik, also in diesem Falle die eher konservativen Regierungen in Europa, dieses Problem überhaupt sehen oder erkannt haben. Ist ja unter Bezugnahme auf die wissenschaftliche Herkunft von Varoufakis oft von einem Chicken Game gesprochen worden, also wer zuerst bremst, hat verloren. Ich glaube, dass er der Versuchung nicht widerstehen konnte, einmal makroökonomisch, volkswirtschaftlich das auszuprobieren, dass es doch am Ende derjenige ist, der die Nerven behält, der nicht zurücksetzt, der sie am Ende durchsetzt. Vielleicht wegen ihrer Vermutung zu Beginn, irgendwie hat man dann immer noch einen Kompromiss gefunden. Ich muss mich jetzt ganz zurückhaltend ausdrücken und darf auch keine Namen nennen, aber ich hoffe, was gemeint ist. Wir hatten von Anfang an Bedenken bei den Personen, aber auch bei dieser Koalition. Das ist ja eine Koalition von links außen und rechts außen. Also das heißt, die politische Linke koaliert damit Parteien, die die politische Linke hier noch nicht mal mit der Zange anfassen würde. Wir hatten unsere Bedenken, ob das gut gehen kann, weil ja auch die Regierung gewählt worden ist, mit Versprechen, bei denen klar war, sie können sie nicht halten, mangels Masse. Also die Steuerzahler anderer Länder sollen die Zeche bezahlen. Als wir Bedenken angemeldet haben, wurde uns gesagt, macht euch mal keine Sorgen. Das haben wir schon öfter erlebt. Wenn die erstmal in Amt und Würden sind, dann werden die ruhiger, dann werden die zuverlässiger, dann ist die Wahlkampfrhetorik weg, dann müssen die sich einreihen in den europäischen Geleitzug und wenn es denen nicht gelingt, Europa auseinander zu dividieren und sie sich einer geschlossenen Front gegenüberstehen, dann werden sie zur Vernunft zurückkehren. Das war die Erwartung und die ist nun komplett enttäuscht worden. Natürlich träumen die immer noch davon, sie könnten die Eurozone auseinander dividieren und die Kräfte des Marktes außer Kraft setzen oder die Logik des Marktes außer Kraft setzen. Es bleibt aber dabei, wenn ich nicht die Kraft habe, mich aus eigener wirtschaftlichen Kraft zu finanzieren, dann brauche ich Kreditgeber. Und die Kreditgeber finde ich nur dann, wenn der Kreditgeber auch Vertrauen hat, dass er sein Geld wieder zurückbekommt. Und wenn es an diesem Vertrauen fehlt, dann bin ich auf die Hilfe der Staatengemeinschaft angewiesen. Das kann man mal machen, für einen vorübergehenden Zeitraum, wie bei den Ländern, die ich gerade beschrieben habe. Macht man es auf Dauer, wird aus der Währungsunion eine Transferunion. Und ich glaube, dass das der geheime Traum ist dieser Regierung, dass die stabilitätsorientierten Länder mit strikter Haushaltsdisziplin üben, auf Dauer für diejenigen Länder mitbezahlen, die, ich sage es mal so, über ihre Verhältnisse leben oder gelebt haben, die jedes Jahr weitaus mehr ausgeben, als in den jeweiligen Volkswirtschaften erwirtschaftet wird. Dann hätten wir einen zweiten Finanzausgleich. Die Europäische Union war von Anfang an als Transferunion angelegt, so wie wir auch eine innerstaatliche Transferunion haben beim Länderfinanzausgleich. Von Anfang an war klar, es gibt wirtschaftlich starke Länder und es gibt wirtschaftlich schwache Länder. Und europäische Solidarität heißt, dass über den Umweg in Brüssel
wir Hilfen leisten für die Infrastruktur, für die Entwicklung ländlicher Räume, für die Landwirtschaft, für Fischereiwesen. Also Europa hilft denen, die wirtschaftlich schwächer sind. Wo liegt jetzt der fundamentale Unterschied zu einer Transferunion in der Eurozone? Über die Hilfen in der Europäischen Union, da wird in demokratischer Weise abgestimmt. Das heißt, die Europäer machen einen Haushalt, in der Regel für 7 Jahre, rund 1 Milliarde Euro. Die Nationalstaaten beraten und beschließen über ihr Budget, also auch über unseren Anteil an der Europäischen Union. Und wir legen auch fest, wie die Mittel verwandt werden. Machen wir aber aus der Eurozone eine zweite Transferunion, dann fällt die Entscheidung über die Höhe unserer Inanspruchnahme nicht im Deutschen Bundestag, auch nicht im Europäischen Parlament, sondern in den jeweiligen Nationalstaaten, in den Parlamenten doch, auf deren Entscheidungsfindung wir überhaupt keinen Einfluss haben. Das war im Grunde von Anfang an, Herr von Nojewski, vorhersehbar. Ich war ja schon dabei, Mitte der 90er Jahre, als wir über die Einführung des Euro gesprochen haben. Schon damals standen sich 2 Theorien gegenüber. Die einen waren die Krönungstheoretiker, die haben gesagt, wir brauchen erst, ich sag's mal untechnisch, eine europäische Wirtschaftsregierung, eine weitestgehende Harmonisierung der Wirtschafts-, Finanz-, Haushalts-, Steuerpolitik und als Krönung eine gemeinsame Währung. Und dann gab es die Hebeltheoretiker, die haben gesagt, das kann auch lange, lange dauern. Aber wenn wir den Euro haben, dann ist die gemeinschaftliche Währung der Hebel, das ist praktisch zwangsläufig, zu einer stärkeren Harmonisierung von Wirtschafts-, Haushalts-, Steuer-, Finanzpolitik auf europäischer Ebene kommt. Und diese Hebeltheoretiker haben sich letztendlich durchgesetzt. Aber im Moment, so bitter die Feststellung ist, sind die Fliehkräfte in der Europäischen Union und in der Eurozone größer als die Kräfte, die Integrationskräfte, die immer mehr Vergemeinschaftung fordern. Das hat jetzt nur am Rande etwas mit Griechenland zu tun. Wir sehen das in Großbritannien, wir sehen das in Ungarn, wir sehen das übrigens seit langen Jahren. Mich wundert, dass das überhaupt keine Rolle spielt beim Thema Griechenland und der Aufnahme von Flüchtlingen. Dublin II ist faktisch gescheitert. Das heißt, das, was wir auf europäischer Ebene verabreden, wird so lange akzeptiert und exekutiert, wie es nicht den Interessen der Nationalstaaten widerspricht. Und wenn die Staaten sagen, eigentlich hätten wir lieber eine andere Politik, dann wird sich auch über dieses Regelwerk hinweggesetzt. Also seit Jahren können wir Flüchtlinge, von denen wir wissen, dass sie über Griechenland eingereist sind, nicht nach Griechenland überstellen, weil dort humanitäre und rechtsstaatliche Mindeststandards noch nicht mal ansatzweise eingehalten werden. Also bleiben sie auf Dauer bei uns. Und das lässt sich auch in anderen Staaten besichtigen. Noch eine Zusatzfrage. Ja, diese Hebelwirkung in der Europäischen Union kennen wir ja seit von Anfang an. Erst waren es Kohle und Stahl, dann war es die Wirtschaftsunion, dann wurde der Euro sozusagen als Hebel oder als Lokomotive eingesetzt. Lokomotive war ein anderer Ausdruck, ja. Ja, richtig. Eingesetzt, um die Europäische Politische Union zu vollenden. Es hat sich bis heute nie einer beispielsweise an die Sozialunion herangetraut, weil das ein Kapitel ist, was ja viel zu teuer und viel zu heterogen ist. Liegt da nicht aber auch ein Versäumnis? Also auch der deutschen Seite. Ja, verstehe, aber ich weiß nicht, wie das in der Realität aussehen soll. Gleiche oder vergleichbare Bedingungen in den zentralen Bereichen Sicherung des Lebensunterhaltes, Arbeitslosenversicherung, also das, was wir mit Arbeitslosengeld II, Hartz IV bezeichnen, Grundsicherung, Pflege. Dafür sind die Lebensverhältnisse in den Ländern zu unterschiedlich, die Wirtschaftskraft, die Wettbewerbsfähigkeit ist zu unterschiedlich. Also ich sage mal so, Herr von Nojewski, ich kann mir das in der Praxis nicht vorstellen. Um nochmal das Beispiel Flüchtlingspolitik zu nehmen, es ist doch menschlich verständlich, dass die Flüchtlinge, die nach Europa kommen, dorthin strömen, wo die Sozialleistungen am höchsten sind, wo ein ordentliches rechtsstaatliches Verfahren durchgeführt wird, wo man Schutz von Bürger- und Menschenrechte hat. Wir bemühen uns jetzt redlich darum, ohne dass uns das bislang gelungen ist, die Flüchtlinge gleichmäßig in der Europäischen Union zu verteilen. Aber ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie das in der Praxis aussieht, wenn Flüchtlinge gegen ihren Willen nach Rumänien, Bulgarien oder Litauen gebracht werden sollen.
Viele werden dann sagen, da wollten wir aber eigentlich nicht hin. Ja? Das ist auch verständlich, eben weil die sozialen Unterschiede in diesen Ländern so groß sind. Deswegen wundere ich mich ja immer über die Schilderung Griechenland als Armenhaus in Europa. In der Europäischen Union liegt Griechenland aber ziemlich genau im Mittelfeld. Im Mittelfeld nimmt man die Balkanstaaten, dann liegt Griechenland beim Pro-Kopf-Einkommen an zweiter Stelle. Aber die geschickte Propaganda. Also da hätten andere Länder eher Grund zu sagen, Moment mal, warum sollen wir jetzt haften oder zahlen? Bei uns sind die Löhne niedriger, das Haushaltseinkommen ist niedriger, das Vermögen pro Haushalt ist niedriger, die Rente ist niedriger. Warum sollen wir jetzt dafür zahlen? Also, Herr von Loneske, so sympathisch der Gedanke ist, ich kann mir das in der Praxis nicht vorstellen. Und ich sage Ihnen eins, je größer die Europäische Union wird, je mehr Mitgliedstaaten hinzukommen, desto schwieriger wird es werden. Wobei ich ja völliges Verständnis dafür habe, dass die Länder, die jetzt am Rande liegen, streben in die Mitte Europas und in die Europäische Union. Also soll man nicht glauben, dass je größer die Europäische Union wird, je leichter die Integration. Herr Busbach, Sie haben erwähnt, dass die in den europäischen Verträgen der Austritt Griechenlands gar nicht vorgesehen sei aus der Währungsunion. Ja. Nun ist das ja nicht was ganz Übliches. Es gibt sehr viele Verträge, bei denen man am Anfang eben noch nicht bedacht hatte, absichtlich oder aus Versehen oder weil es nicht ging. Und plötzlich stößt man auf etwas, was in dem Vertrag nicht vorgesehen ist. Wie ist dann der Rechtsweg? Das ist ganz simpel. Man richtet sich dann nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die in den Gesetzbüchern in Deutschland überall verankert sind. Und da haben wir doch jede Menge. Also ich zitiere mal den Paragraph 313 BGB, Entfall der Geschäftsgrundlage, der ja hier sicher vorliegt, wenn man mit gefälschten Zahlen gearbeitet hat. Dann kann man vom Vertrag zurücktreten. Ein anderer ist der Paragraph 138, da haben schon die Väter vor 1900, haben die das Väter des Gesetzbuches eingeführt. Ein Vertrag, der gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Und wenn man mit gefälschten Zahlen in einen Vertrag hineingeht und bewusst und vorsätzlich, dann ist das eben ein solcher Vertrag, Verstoß. Es könnte richtig sein, weil es ein Verstoß gegen die guten Sitten sind, dass die griechischen Minister sagen, wieso gefälschte Zahlen, das sind eben bei uns gute Sitten in Griechenland. Das halte ich für denkbar. Und dann gibt es noch etwas, was Sie als Anwalt sicher wissen, die Kollegen werden es vielleicht nicht so wissen, das ist ein Klassiker, geradezu unter Rechtsgrundsätzen, der heißt culpa in contrahendo, das heißt, wenn in contrahendo, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, wenn jemand da eine Schuld hat, eine nachweisbare Schuld, ist der Vertrag auch wieder nichtig. Also da liegen doch jede Menge Möglichkeiten vor, da einzugreifen. Und Sie haben doch im Bundestag, wo überall jede Menge Juristen, halt doch mal, dann macht euch halt mal Gedanken über sowas. Wenn wir nur einen hätten, hätten wir kein Problem. Aber wenn Sie mehr haben, also zwei Hinweise will ich jetzt nicht den Oberlehrer geben, aber das entscheidet sich nicht nach BGB, sondern nach Völkerrecht. Und trotzdem haben Sie im Ergebnis recht. Trotzdem haben Sie im Ergebnis recht. Es ist ein anerkannter völkerrechtlicher Grundsatz, dass bei hartnäckiger Vertragswidrigkeit ein Vertrag, auch ein völkerrechtlich geschlossener Vertrag, gegenstandslos wird oder gekündigt werden kann, auch wenn es keine Kündigungsklausel hat. Und zwar aus folgendem Gedanken. Wenn eine Vertragspartei hartnäckig gegen den Vertrag verstößt, kann diese Vertragspartei nicht hartnäckig erwarten, dass die andere Partei, die sich daran hält, an dem Vertrag festhält. Also, rustikal formuliert, ein hartnäckiges, vertragswidriges Verhalten kann nicht dazu führen, dass dieser Vertrag auf alle Ewigkeit bestehen bleiben muss. Das ist ein anerkannter völkerrechtlicher Grundsatz. Hier ist die Sache aber etwas komplizierter. Artikel 50 des EU-Vertrages sieht nur den Ausschluss aus der EU vor. Und jedes EU-Mitgliedsland muss grundsätzlich den Euro einführen. Ausnahme nur Großbritannien und Dänemark. Die haben sich ein exklusives Recht vorbehalten, bei der eigenen nationalen Währung bleiben zu dürfen. Aber selbst die Länder, die verpflichtet sind, den Euro einzuführen, denken im Moment gar nicht daran, den Euro einzuführen, weil sie sofort dann in diese Haftungsgemeinschaft rutschen würden, in die sie aus verständlichen Gründen nicht erst kommen wollen. Was die Zukunft bleibt, ob sie den Euro einführen
ist eine andere Frage. Aber das Problem besteht hier, sie müssten aus der Europäischen Union austreten. Griechenland möchte aber unter allen Umständen in der Europäischen Union bleiben. Und da gehört Griechenland meiner Überzeugung nach auch hin. Das bei aller Kritik an dem Crashkurs der jetzigen Regierung könnte ich nicht überzeugend erklären, warum dieses und jenes Land unbedingt zur EU gehört, aber jetzt ausgerechnet Griechenland nicht. Ich war schon dabei, als wir hartnäckig gerungen haben über die Mitgliedschaft der Griechen in der Eurozone. Also, liebe Leute, da waren wir uns doch alle drüber einig. Da stimmt was nicht bei den Zahlen, die uns vorlegen. Es gab Warnungen der Deutschen Bundesbank. Die haben gesagt, also Griechenland ist nicht eurofähig. Das ist ja ganz einfach. Wenn du die eigene nationale Währung aufgibst, bist du nicht mehr in der Lage, durch Abwertung der eigenen Währung dir einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Lösen Sie sich mal von dem Gedanken Griechenland. Am 1. Januar 1960 hat Frankreich den Nouveau Franc eingeführt, den neuen Franc. Das ist noch nicht so lange her. 1. Januar 1960. Wissen Sie, was damals der Franc gekostet hat? 1,30 Mark. 40 Jahre später kostete der Euro nicht mehr 1,30 Mark, sondern nur noch 30 Pfennig oder 33 Pfennig. So hatte sich die Währungsparität zwischen Deutschland und Frankreich verschoben in nur 4 Jahrzehnten. Also keine griechische Spezialität. Aber damit ist es jetzt vorbei, seitdem wir den Euro haben. Und Griechenland ist in vielen Bereichen schlicht zu teuer. Mit einer eigenen Währung, die man dann abwerten müsste, könnte Griechenland sich wettbewerbsfähig machen. Allerdings, der Übergangszeitraum ist hart. Schlagen Sie mal einen Urlaubskatalog auf. Vergleichen Sie mal die Preise vergleichbarer Kategorie in Griechenland und in der Türkei. Sie werden feststellen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Türkei wesentlich günstiger ist als in Griechenland. Sie müssen eine halbe Stunde oder eine Stunde länger fliegen, aber der Preisunterschied ist enorm. Warum importiert ein Agrarland wie Griechenland in einem so hohen Maße Lebensmittel? Weil die importierten Lebensmittel preiswerter sind als die im eigenen Land produzierten Lebensmittel. Viele Produzenten in Griechenland, die also Realgüter produziert haben, nicht Finanzdienstleistungen oder Ähnliches, haben nach der Einführung des Euro die eigene Produktion eingestellt und Importgesellschaften gegründet, weil die importierten Produkte plötzlich viel günstiger waren als die im Land selber hergestellt. Warum? In den ersten Jahren nach Einführung des Euro sind die Gehälter für die Staatsbediensteten in 5 Jahren um 70% gestiegen. Nachgezogen sind die Gehälter in der Privatwirtschaft, sie sind etwa um 40% gestiegen. Das wiederum hat die Lohnstückkosten erhöht, das wiederum hat die Produkte erhöht. Die Produkte waren plötzlich auf den Weltmärkten nicht mehr absetzbar. Gucken Sie mal die 10 größten Wirtschaftsunternehmen Griechenlands. Bei der Einführung des Euro ist also keine Folge von Austeritätspolitik, Sparpolitik und noch was alles. Bei der Einführung des Euro war die Nummer 1, das teuerste börsennotierte Unternehmen in Griechenland, CCH, Coca-Cola Hellenic. Die Nummer 2, OPAP, das ist das ertragsstärkste Unternehmen, ein Sportwettenanbieter. Deren Wert ist Gewerbe, aber jetzt gucken Sie mal Deutschland, Nummer 1 VW. Und dann gehen Sie mal die Liste der Automobil, dann kommt die chemische Industrie, Anlagenbau und so weiter. E.ON kommt dann ganz oben. Also Siemens, große private Industrieunternehmen mit einem großen Anteil Wertschöpfung, sehr innovative Unternehmen. Deutschland hat über 200 Patente pro 1 Million Einwohner, Griechenland 9. Nehmen Sie mal die Schweiz. Wieso geht es der Schweiz so gut? Große Teile des Landes komplett unfruchtbar. Keinen Zugang zum Meer, keine Bodenschätze, noch nicht mal einen schiffbaren Fluss. Aber der Schweiz geht es blendend. Und nicht nur wegen Banken und Versicherungen, sondern weil die Schweiz eine unglaubliche Vielzahl von wettbewerbsfähigen, innovationsstarken Unternehmen hat. Deswegen diese Prosperität in der Schweiz. Und genau daran fehlt es in Griechenland. Gut, da gilt jetzt, wenn ich das sage, als antigriechisches Ressentiment, aber es ist, die Waage kann in Verlegenheit bringen. Nennen Sie mir 3 griechische Industrieunternehmen, ja, dann wird es aber eine zähe Veranstaltung. Das ist die Wahrheit. Das ist ganz anders wie in Spanien. Auch Italien, Norditalien, hat eine Vielzahl von
Weltunternehmen, viele auch Familienbetriebe, sind südlich von Rom sieht es jetzt wieder anders aus, aber Norditalien, viele Industrieunternehmen, viele mittelständische Unternehmen, Familienunternehmen, die auch Weltrang haben, auch Weltruf haben. Die nächste Frage. Herr Busbach, am Anfang Ihrer Ausführungen hatten wir, und wir danken Ihnen dafür, mit sehr viel Fairness die 60%-Entscheidung der griechischen Bevölkerung zur Kenntnis genommen. Ich hätte doch ganz gerne von Ihnen gehört, was Sie von der Öffentlichkeitsarbeit vorher denken, von der Befürwortung des Neins und von den Menschen, die etwas Kritisches zu diesem Thema zu sagen hatten, bestand da einigermaßen Gleichheit. Es ist richtig, das muss man sportlich sehen, die griechische Bevölkerung hat entschieden und wir müssen diese Entscheidung akzeptieren, auch wenn wir uns selbst eine andere Entscheidung gewünscht hätten. Aber die Lage wäre eine völlig andere, wenn bis zu Ende verhandelt worden wäre. Die Vertragsparteien hätten sich geeinigt und dann hätte die griechische Regierung gesagt, so, jetzt frage ich aber die Bevölkerung, weil wir ja unter anderen Voraussetzungen an die Regierung gekommen sind, Wegfall der Geschäftsgrundlage gegenüber dem, was wir im Wahlkampf gesagt haben, eine erhebliche politische Kurskorrektur, mehr war mit den Gläubigern nicht zu erreichen, jetzt soll die Bevölkerung entscheiden, ja oder nein. Das wäre eine andere Lage gewesen. Die Vokabeln sind ja völlig indiskutabel, sowas kennt man normalerweise von Schlachtfeldern, aber doch nicht von politischen Partnern, die übrigens auch in Zukunft miteinander vertrauensvoll umgehen müssen. Aber mich hat auch einiges anderes gestört. Warum fährt Herr Schulz wenige Tage nach der Neuwahl sofort nach Athen? Warum? Ist es nicht so, dass eine neue Regierung zunächst einmal kommt, sich vorstellt und auch sagt, wir haben andere politische Ideen, lasst uns darüber verhandeln. Dann, also der Rheinländer ist ja immer sehr herzlich unterwegs, aber man muss jetzt nicht jeden in den Arm nehmen und betätscheln. Und da habe ich immer, dann entstehen so öffentliche Bilder, jetzt kommt der Schuljunge zum Chef und der Chef sagt ihm mal jetzt im ersten Lehrjahr, wie es jetzt weitergeht. Auf Augenhöhe ist diese Tätschelei nicht. Da muss ich den Vertragspartner ernst nehmen und da muss ich ihm auch sagen, was geht und was nicht geht. Im Grunde war es in den letzten Monaten immer so ein bisschen rheinische Politik, es hätte noch immer Jotian. Und irgendwie kommen wir selbst mit dieser Regierung zu einem guten Ergebnis. Und jetzt komme ich zu dem, was Herr von Lojewski gesagt hat. Und dass diese Regierung völlig anders unterwegs ist als die Vorgängerregierungen, das ist erst klar geworden, als dann dieses Referendum ausgerufen wurde. Sie haben eine andere Idee, sie wollen ein anderes Europa, sie wollen eine fundamental andere Politik. Es geht nicht um Mehrwertsteuersätze, es geht nicht um Renteneintrittsalter, es geht um eine fundamental andere Politik. Deswegen ja auch der Versuch, unmittelbar nach Amtsantritt die Eurozone zu spalten. Und die Länder der südlichen Eurozone gegen die nördliche Eurozone in Stellung zu bringen. Also muss ich sagen, Tsipras, Respekt, innerhalb von 5 Monaten hat er es geschafft, erstens die Eurozone so zusammenzuschweißen, wie das gar nicht zu erwarten war, 18-1. Zweitens das eigene griechische Volk zu spalten, selbst wenn 60 deutlich über 40 ist, das Volk ist gespalten in dieser Frage. Es geht ja bis in Familien hinein, wenn wir den Berichterstattungen glauben dürfen. Und drittens sind die Probleme jetzt noch größer als vorher. Das musst du mal schaffen. Ich fürchte, Tsipras und Varoufakis halten sich für die hellsten Kerzen auf der Torte. Also, wir haben Recht und alle anderen haben Unrecht. Ja? Dass aber alle anderen sagen, Moment mal. Vielleicht ist es doch umgekehrt. Also bei 18-1 spricht jetzt nicht viel dafür, dass der eine Recht hat. Das muss denen jetzt mal einer in Ruhe erklären. Das ist der berühmte Geisterfahrer. Ja. Der sagt, sind heute nur Geisterfahrer unterwegs. Ja, vielen Dank, Herr Busbach. Ich habe eine Frage, die mir einfach nicht aus dem Kopf geht und zusätzlich zu Ihren wirklich guten Argumenten vielleicht doch irgendwie ein anderes Licht bringt. Und das ist die Frage, ob sich dann wirklich die europäischen Verhandlungspartner bezüglich dem Volk Griechenland nicht bezüglich der Regierung und der zwei Verhandlungsführer, sind die Folge richtig verhalten haben. Mir geht immer ein wesentlich aus dem Kopf von dem Gastwirt, der erfolgreich ist,
und mit eiserner Hand seine Gaststätten in Ordnung hält und großartige Ergebnisse hat, ist berühmt, bekannt, alles toll, so wie die Europäische Union. Und trotzdem wagt er nicht in seinen eigenen Restaurants zu essen, weil er Angst hat, die Leute spucken ihm in die Suppe. Und das ist das ist kein Witz, das kommt häufiger vor. Ist es nicht hier tatsächlich so, dass man vergessen hat, der eine beginnt Selbstmord, weil ihm das Brot von der Nase weggestohlen wird. Ein anderer vielleicht, weil ihm zwei Nullen vom Komma plötzlich auf dem Konto fehlen und er denkt, jetzt geht die Welt unter. Und hier ist möglicherweise, weil ja der Trick war ja das Referendum, die Volksstimme gebraucht worden, etwas durchzusetzen, was man mit Argumenten nicht durchsetzen konnte. Und da denke ich ganz, vielleicht etwas übertrieben, aber an Deutschland in der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges, wo dann auch aus dieser Art von ewiger Unterdrückung, die wir erleiden mussten, zu Recht oder zu Unrecht, auf jeden Fall war es Unterdrückung, ganz fürchterliche Verhältnisse geschaffen hat. Also kann es nicht ein Aufstand, ein Nein, gar nicht mal gegen die Argumente, die wollen ja auch nicht raus aus der Union, aber sagen, Mensch, euch zeigen es mir mal, so geht es einfach nicht. Das ist eine Sauerei, was wir machen, so wollen wir nicht leben. Als Frage. Als Motiv des Votums. Ja, ja. Als Motiv, als wesentliches Motiv. Ja, verstehe ich. Jawohl. Ohne Argumente, ohne alles, jawohl. Dass man tatsächlich übertrieben hat, indem man wirklich gesagt hat, ihr müsst das und das machen. Ja. Das war zu viel. Jawohl, da stimme ich Ihnen gleich aus zwei Gründen zu. Zum einen, das halte ich für ein Hauptproblem aller Programme. In dem Moment, wenn die Gläubiger diktieren über bestimmte volkswirtschaftliche Kennziffern, dann bestimmen sie auch über die Lebensverhältnisse der davon betroffenen Menschen. Und für die betroffenen Menschen ist es eine Zumutung. Und die Gläubiger sagen, bei den Milliarden, die wir zahlen, das ist ja eine Überforderung. Und dann sind beide Seiten unzufrieden. Ja. Die einen sagen, warum müssen wir leiden? Wir haben ohnehin so wenig. Und die anderen sagen, warum müssen wir zahlen? Es wird ja alles nur noch schlimmer. Allerdings muss man der Wahrheit die Ehre geben, es sind nicht alle Griechen arm, auch nicht verarmt, sondern wer dort arm ist, ist wirklich arm und wer reich ist, ist richtig reich. Es gibt dort bei wenigen einen großen Reichtum und bei vielen bittere Armut. Das ist die Wahrheit. Das kann aber, dieses Phänomen können allerdings nicht die Gläubigerstaaten alleine lösen, wenn es an dem politischen Willen fehlt oder an der politischen Kraft fehlt, die Schwarzarbeit zu bekämpfen, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Es ist die griechische Regierung selber, die sagt, Stand heute werden gut 70 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. Stellen Sie sich das mal bitte vor, bei einer Volkswirtschaft, die Leistungskraft von Hessen hat. Die griechische Volkswirtschaft ist etwas weniger leistungsfähig als die des Landes Hessen. Hessen hat 40 Milliarden Euro Schulden, Griechenland etwa 320 Milliarden. Ich glaube, diese Diskrepanz sagt schon alles. Im Grunde war es, so habe ich es verstanden, keine Abstimmung, ist ein sehr komplizierter Text über einen Vorschlag der Gläubiger, der gar nicht mehr auf dem Tisch lag, sondern eher ein Hilferuf der Bevölkerung, so nicht weiter. Nein oder nein, so nicht. Ich glaube auch, dass deshalb Tsipras sagt, ihr könnt uns als Regierung einen Wunsch abschlagen, aber doch nicht der Bevölkerung. Und trotzdem, sie bleiben immer bei dem Gedanken stehen, es geht um Geld. Und zwar, es geht nur um Geld. Es geht auch um Geld, aber nicht nur. In kaum einem Land ist es so schwierig, Unternehmen zu gründen wie in Griechenland. Kaum ein Land hat eine so große Investitionsschwäche wie Griechenland. Darüber kann man ja jetzt nicht streiten. Das ist so. Und diese Probleme können nicht die Gläubiger lösen. Diese Probleme kann nur Griechenland selber lösen. Investitionsschwäche geht einher mit der Bürokratenstärke. Ja, oftmals schimpfen wir in Deutschland über unsere Bürokratie, aber dann jetzt zeigt sich, wenn ein gut funktionierendes, effizientes Staatswesen kann wesentlich positiver Investitionsfaktor sein. Ich habe jetzt irgendwo in der Zeitung gelesen, es gab im größten Athener Finanzamt ist der Strom ausgefallen. Wovon wir in Deutschland träumen, ja, ist da ein großes Problem, denn was nützt dir eine Steuerreform, was nützen dir auch Steuerfestsetzungen, also Veranlagungen, wenn du keine funktionierende Steuerverwaltung hast, die rückständigen Steuer auch eintreibt? Ja, was nützt dir der kraftvollste Steuerbescheid, wenn er nicht vollstreckt werden kann? Sehr geehrter Herr Bosbach, vielen Dank für Ihre sehr interessanten Ausführungen.
glaube ich, uns alle bewegt ja die Frage, wie kann es denn weitergehen mit Griechenland? Und Sie haben ja das Szenario gegeben, Austritt aus der EU samt Euro und sofortiger Wiedereintritt ohne Euro, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, richtig. Das Problem ist aber, wenn ich das jetzt so ein bisschen im Kopf habe, dass ja so ein Soforteintritt eigentlich von der EU auch nicht vorgesehen ist. Das heißt, stimmt. Wir müssen eigentlich genauso anfangen wie jeder Aspirant. Zweites Problem, wie soll es denn weitergehen? Ich habe mich mit ein paar Bankern unterhalten, die haben mir gesagt, eine Parallelwährung in Anführungszeichen hätte eine Vorlaufzeit von mindestens 7 Monaten bis einem Jahr. Ja. Also wäre also von heute auf morgen auch nicht realisierbar. Hans-Peter Friedrich hat letzte Woche den Gedanken von Schuldscheinen ins Gespräch gebracht. Da heißt es, geht gar nicht, das würde die Europäische Zentralbank praktisch als Falschgeld betrachten, habe ich wörtlich gehört. Ja, das ist richtig. Das ist also für mich stellt sich einfach die Frage, auch bei diesem Exit-Szenario, wie geht es, sage ich mal, die nächsten 6 bis 8 Monate weiter? Jawohl. Also müssen wir vorne anfangen. Alles berechtigte Fragen. Aber erstens, es geht ja darum, ob ein Land EU-mitgliedsreif ist. Sonst wäre ja Griechenland gar nicht Mitglied der Europäischen Union geworden 1981. Also es ist schon ein Unterschied, ob Griechenland austritt und wieder eintritt oder ob man ein Land, ich nehme jetzt mal Serbien oder die Türkei, seit vielen, vielen Jahren Beitrittsverhandlungen führt, um sozusagen das europäische Recht in diesem Land zu implementieren und dafür Sorge zu tragen, dass das Land sich an europäisches Recht hält. Es ist richtig, solange, das haben Sie nicht dazu gesagt, solange Griechenland Mitglied der Eurozone ist, solange wäre jede Parallelwährung formal betrachtet Falschgeld. Aber das wird sich natürlich sofort ändern, wenn Griechenland sagt, wir schalten aus. Kalifornien hat das gemacht für einen Übergangszeitpunkt, IOUs, ja, IOU, ich schulde dir, dass der Staat Schuldscheine ausgibt und diese Schuldscheine werden dann als Zahlungsmittel akzeptiert und dann wird sich sehr schnell herausstellen, in welcher Form, zunächst mal 1:1, in welcher Form es abgewertet wird. Zum Beispiel ein Schuldschein über 100, dann würde vielleicht einer sagen, okay, gebe ich dir, aber du kriegst dafür nur 70 Euro. Das wäre dann eine Abwertung um 30%. So hat das übrigens Kalifornien auch gemacht, übrigens aus einem erstaunlichen Grund. Die Vereinigten Staaten von Amerika haften überhaupt nicht für die Schulden ihrer 50 Teilstaaten. Und die denken nicht daran. Übrigens, wir in Deutschland auch nicht. Der Bund haftet nicht für die Schulden der Länder. Die Länder haften nicht für die Schulden des Bundes. Bayern haftet nicht für die Schulden von Nordrhein-Westfalen. Und ich rufe Ihnen zu, da seien Sie mal froh, dass das so ist. Ja. Also das, was wir auf europäischer Ebene sagen, ist ein bisschen mehr Solidarität. Da kämen wir im Inland gar nicht zu. Warum? Weil der Markus Söder völlig zu Recht sagen muss, wieso sollen meine Steuerzahler dafür haften, dass Nordrhein-Westfalen immer mehr Geld ausgibt, als es einnimmt? Das ist eine legitime Frage. Also im Land kämen wir gar nicht dazu. So auch in Kalifornien, das Land, was mal heillos überschuldet war. Da muss, aber das setzt alles voraus. Deswegen haben Sie nicht so gesagt, aber das ist mein Anlass, jetzt nochmal zu sagen, du musst dich entscheiden. Kehrt das Land, und die Entscheidung kannst du nicht ad infinitum offen lassen, kehrt das Land zu einer eigenen Währung zurück oder soll das Land in der Eurozone bleiben? Das kann auch untermauert sein von dem politischen Wunsch. Wir möchten, dass kein Land aus der Eurozone ausscheidet. Wir möchten nicht auch weltweit das Signal aussenden, die Eurozone hält nicht zusammen. Ja gut, dann muss man auch sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, aus eigener Kraft kann es Griechenland nicht schaffen. Wir werden das Land finanzieren müssen in der Eurozone mit Schuldenschnitt, mit neuen Rettungspaketen. Da muss man den Menschen sagen, was es kostet. Ich bin nicht mehr bereit zu sagen, es kostet nichts. Wir haften ja nur. Wir haften nur, es kostet nichts. Wir sagen immer, es hat einen Schuldenschnitt zu Lasten privater Gläubiger gegeben von 103 Milliarden Euro. Das stimmt. Aber zu diesen privaten Gläubigern gehörten auch staatliche und halbstaatliche Institutionen der Bundesrepublik Deutschland. Das hat den Steuerzahler über 10 Milliarden Euro gekostet. Das hat schon über 10 Milliarden Euro gekostet. Und den größten Teil werden wir abschreiben müssen. Wir werden das Geld nicht zurückbekommen. Egal welche Lösung. Es gibt nur noch die Alternative zwischen teuer und noch teurer.
Also teuer wird es, wenn Griechenland ausscheidet, wir dem Land helfen und einen Teil der Forderungen abschreiben müssen. Und noch teurer wird es, wenn wir das Land auf Dauer in der Eurozone finanzieren müssen. Das wird dann auf Sicht noch teurer. Nächste Frage. Herr Bosbach, können wir uns nicht auf den Standpunkt stellen, Griechenland ist ein Kind einer großen Familie. Und wenn in einer großen Familie ein Kind strauchelt, dann helfen alle anderen. Und zwar in der Weise, dass man dem Kind sagt, oder zum Erwachsenen, ich zeig dir mal, wie es geht. Und da ist doch die Frage, wir haben jetzt 5 Jahre hingewartet und haben immer wieder den Karnos gepredigt, Griechenland muss die Vorschläge selbst machen, Griechenland muss sich selbst aus der Patsche ziehen. Und wir wissen genau, dass das Osmanische Reich Griechenland erst im vorigen Jahrhundertwende aus der Vorherrschaft entlassen hat und die Griechen sich selbst preisen und auch dafür sozusagen in den Vordergrund stellen, wir haben immer die Gelder, die das Osmanische Reich wollte, nicht abgeführt, wenn sie sich nicht geholt haben. Aber und so ist diese Mentalität heute auch. Und deshalb ist doch die Frage, sollten wir nicht im Grunde genommen die Familie der EU dazu veranlassen, dass dort mit griechischen Sachverständigen ein sogenannter Marshallplan oder Griechenlandplan entwickelt wird, wo man sagt, welche Ressourcen habt ihr, das und das müsst ihr im Grunde genommen investieren und dafür stehen jetzt sozusagen internationale Unternehmen bereit, es auch zu tun und dafür übernimmt die EU eine gewisse Bürgschaft, damit das unternehmerische Risiko nicht zu groß ist. So kommt Griechenland auf die Beine. Ich kann mir nicht vorstellen, noch ein drittes Rettungspaket zu finanzieren und sagen, ihr müsst doch selbst entscheiden, was ihr wollt. Und dieses müssen wir den Griechen klar machen, selbst wenn die Griechen gesagt haben, der Finanzminister und der Regierungspräsident oder der Ministerpräsident, wir wollen nicht bevormundet werden. Entweder ihr nehmt das an oder wir müssen uns leider trennen. Da hätte ich gerne Ihre Meinung dazu. Danke. Also, Sie haben das ja nett gesagt mit dem Sorgenkind. Ich sage es mal so, die Eurozone ist eine kinderreiche Familie. Ja. Und es werden dann natürlich Länder kommen und werden sagen, warum bekommt Griechenland eine Unterstützung, die wir nicht bekommen haben. Stattdessen müssten wir unpopuläre Entscheidungen treffen. Was glauben Sie, wie viele Regierungen schon gestrauchelt sind, weil die Bevölkerung nicht mehr bereit war, diese Politik fortzusetzen und eine Opposition ein neues, besseres Leben versprochen hat. Ich sage Ihnen, wenn wir jetzt weiter nachgeben, ist das ein Konjunkturprogramm für Podemos in Spanien. Und Spanien ist ein ganz anderes Kaliber als Griechenland, von der Größe des Landes her, von der Größe der Volkswirtschaft her. Wesentlich niedrigerer Schuldenstand. Aber wenn Podemos in Spanien mal maßgeblich politischen Anteil bekommen sollte, haben wir genauso einen zweiten Widersacher wie jetzt in der Regierung Tsipras. Je nach Betrachtungsweise hat Griechenland 30 oder 36 Marshallpläne bekommen. Bekommen. Ja. Wir haben Ihnen nicht gesagt, wo Sie es sind. Doch. Nein. Doch. Wir haben doch gehört, dass Mittel zu den Banken gegangen sind. Das also, ist doch immer wieder das Argument der griechischen Seite. Also, schön, dass ich hier in München bin. Zwei verschiedene Sachverhalte. Erstens empfehle ich IFO-Schnelldienst Nummer 39, die griechische Tragödie. Ja. Dort wird im Detail aufgeführt, dass es eben nicht stimmt, dass die Gelder Wagenknecht, Lafontaine, Gysi sagen zu 100%, Varoufakis sagt zu 90% an die Banken gegangen sind, Professor Sinn sagt etwa ein Drittel. Ja. Etwa ein Drittel. Dass 90 und 100% nicht stimmen können, können Sie schon daran erkennen, dass die Verbindlichkeiten gegenüber den Banken, an die das Geld geflossen sind, gar nicht so hoch waren. Zum Zeitpunkt. Zweitens unterschlägt das ja den Schuldenschnitt zu Lasten privater Gläubiger. Also er sagt etwa ein Drittel Lebensstandard und ein Drittel Geld außer Landes schaffen. Es sind enorme Mittel geflossen aus Griechenland in die anderen Länder der Eurozone, insbesondere nach London, auch nach Berlin, also Immobilienvermögen gekauft worden. Und drittens, selbstverständlich wird in der Europäischen Union im Detail festgelegt, wofür diese Mittel, das sind nichts anderes als Wiederaufbaupläne seit 1981. Jetzt bin ich mir wirklich nicht sicher, ob die Frau Gressle, CSU-Abgeordnete ist im Europaparlament, Inge Gressle oder CDU.
CDU, okay, jedenfalls eine DIN-A4-Seite, beeindruckend. Wie viel Geld hat Griechenland liegen gelassen in Brüssel, mangels förderungswürdiger Projekte im Land? Wenn man das vorhält, sagt Griechenland, und jetzt festhalten, sagt Griechenland, ja, wir müssen ja 5% Eigenanteil haben und den haben wir nicht, obwohl diese Mittel zu 95% vom europäischen Steuerzahler finanziert werden. Europa hätte sogar Einführung von Grundbüchern finanziert, die es in Griechenland nicht gibt. Wir haben bei der Beschlussfassung über das zweite Hilfspaket in Griechenland sitzen. Haben wir eine Liste bekommen der Privatisierung, 5 Jahre, 50 Milliarden Euro Einnahme. Jedes Unternehmen aufgeführt. Branche, wie viel soll verkauft werden? 100%, 50%, nur ein geringer Anteil. Wie hoch ist der Erlös, in welchem Quartal? Stand heute, also gut, die haben jetzt noch 5 Monate, aber Stand heute keine 50 Milliarden, sondern 3 Milliarden. Ich habe das Gefühl, die anderen 47 kommen auch nicht bis Jahresende. Das hat überhaupt nichts mit Austeritätspolitik oder Sparvorgaben zu tun. Es sind überwiegend staatliche Unternehmen, entweder ganz oder teilweise, wo die Gläubiger sagen, dann müsst ihr euer eigenes Vermögen auch einsetzen. Beispiel die Privatisierung der 14 Regionalflughäfen Fraport. Über 1 Milliarde könnte sofort fließen, wenn nicht die griechische Regierung die Verhandlungen gestoppt hätte. Privatisierung Hafenanlagen Piräus. Hat schon ein Teil privatisiert worden an einen chinesischen Investor, der auch den anderen Teil übernehmen könnte. Also ich sag mal so, wenn man jetzt 50 Milliarden versprochen hätte oder zugesagt hätte und da wäre man bei 30 gelandet, dann hätte man immer noch sagen können, Plan nicht erreicht, aber 30 Milliarden ist doch ein tolles Ergebnis. Aber wenn statt 50 Milliarden nur 3 erlöst werden, dann kann man ja mal auf die Idee kommen zu sagen, oh, das ist aber eine große Abweichung zwischen Plan und Realität. Vielleicht war der Plan doch nicht so gut, wie wir uns das mal vorgestellt haben. Ich muss doch, immer hat man doch einen Plan, hat der Unternehmer auch einen Businessplan. Da muss man doch mal auf der Strecke gucken, ist das, was ich angenommen habe, wenigstens noch halbwegs realistisch. Da wurde erst unterschrieben. Und dann wurde gesagt, ja, das ist ja Ausverkauf von griechischem Vermögen. Und die anderen Geldgeber bestimmen ja jetzt darüber, was wir mit unserem Eigentum machen. Und das ist ja das Problem. Es ist eben ein Unterschied, ob du einen Partner hast, der sagt, jawohl, das habe ich unterschrieben, das muss ich auch jetzt umsetzen. Oder ob ein Partner sagt, das musste ich jetzt unterschreiben, damit weiter Geld fließt. Aber wir haben eigentlich nicht das große Interesse daran, diesen Plan auch zu realisieren. Also am beeindruckendsten führt jetzt soweit, am beeindruckendsten ist der Fall Grundbuch, wo es erhebliche finanzielle Hilfen gab für Griechenland, die zum Teil wieder zurücküberwiesen worden sind nach Brüssel, weil man das Projekt eingestellt hat. Wie aber will ich einen Industriebetrieb privatisieren, wenn der Käufer gar nicht weiß, welches Grundvermögen gehört jetzt dazu, weil er keine Rechtssicherheit hat und im Grundbuch steht als Eigentümer dieses Grundstücks. Dasselbe ist auch bei erneuerbaren Energien, wenn Energieerzeugungsanlagen errichtet werden, da muss doch Rechtssicherheit über die Eigentumsverhältnisse sein. Wir diskutieren jetzt schon über eine Stunde über Griechenland und ich habe noch 2 Fragen jetzt gerade. Ich möchte es gerne lassen. Ich möchte gerne, wenn es möglich ist, mit diesen beiden Fragen den Griechenland-Teil beenden, denn Herr Busbach ist ja auch Vorsitzender des nicht ganz unwichtigen Innenausschusses im Bundestag und was gestern bei Pegida passiert am Wochenende, vielleicht auch die eine oder andere Frage noch wert. Und wir müssen um 1:30 abschließen. Deswegen würde ich um Verständnis bitten, dass wir noch die beiden Fragen... Darf ich noch eine dazu nehmen, bitte? Sie machen es besonders schwer, weil vor Ihnen ich schon 2 andere abgewürgen müsste. Nein, dann ist es erledigt. Bitte. Ja, ich habe einmal eine Detailfrage und einmal eine allgemeine. Und zwar, wie ich gestern Abend bei Günther Jauch, wurde ja unter anderem auch etwas zitiert, was wohl auch schon 2 Tage vorher beim Monitor kam, was ich auch nicht wusste, wo eben gesagt wurde, dass diese... ich zitiere jetzt mal, also angeblichen Zugeständnisse, die an die Griechen gemacht worden seien und die so entgegenkommend seien, denn in Wirklichkeit eben gar nicht so entgegenkommend wären. Es wurden da also als geheim eingestufte Dokumente vorgelegt, die, wenn man das natürlich jetzt den Äußerungen
aus der Politik gegenüberstellt, dann wäre das natürlich eine absolute Diskrepanz zwischen den beiden Sachen. Und das andere ist, wenn ich mir das jetzt so alles angehört habe, auch was Sie heute sehr detailliert dargelegt haben, dann frage ich mich einfach als Bürgerin, ich habe jetzt nicht viel Ahnung von Wirtschaft und diesen Zusammenhängen, aber wie konnte sich die EU in so eine Lage bringen und hat es denn überhaupt noch dieses Modell EU eine Chance, denn ich denke, wir haben ja jetzt etwas am Bein, was nicht mehr zu kontrollieren ist. Also im ersten Teil, wir registrieren das alles mit offenstehendem Mund, aber wir brauchen doch eine Unterlage, wir brauchen doch ein Papier. Wir müssen doch wissen, worüber wir diskutieren und anschließend abstimmen sollen. Wir haben nie etwas gesehen. Es gab nie eine Vorlage. Es gab einen Text von Wolfgang Schäuble über den Abbruch der Verhandlungen, wo das im Detail beschrieben hat, aber nicht, wer welches Angebot gemacht hat, Mehrwertsteuersätze, Rentenreform, sondern woran es letztendlich gescheitert ist. Sogar das Angebot sei gar kein Angebot gewesen, sondern im Laufe der Verhandlungen seien verschiedene Vorschläge gemacht worden, die hätte man dann aufgeschrieben und wieder geändert, bis der Anruf gekommen wäre, Delegation abziehen, Referendum. Deswegen hat er auch immer wieder gesagt, es gibt kein Angebot, über das man jetzt am vergangenen Sonntag abstimmen könnte. Es hat nie ein Angebot, kann ja nur heißen, die Gläubiger, alle 18, sagen so, das ist jetzt ein Angebot. Und die Dokumente im Monitor und ja, bei Günther ja auch, die gezeigt wurden? Ja, ich kenne das alles nicht. Ich weiß nicht, ist es der Vorschlag eines Landes, ist es der Vorschlag IWF, ist es der Vorschlag von allen 18 Ländern, ist es akzeptiert worden oder nicht. Ich kenne das alles nicht. Beim zweiten Hilfspaket kann ich mich noch gut daran erinnern, ich schätze mal, das waren 300 Seiten. Die sind sonntags in die Büros gekommen und dienstags mussten wir abstimmen. So lange wurde verhandelt. So lange. Ja, und das muss man erst einmal alles lesen. Und deswegen habe ich mir auch wirklich angewöhnt, bei diesen Fragen nicht Ja oder Nein zu sagen, bevor ich das nicht alles gelesen habe, und damit man hinterher nicht sagen kann, da hast du aber nicht aufgepasst, da hast du irgendwo etwas überlesen. Oder ich sage ja immer, da ist hier gegenüber, es ist halt genauso. Ich komme ja aus der 20 Jahre Kommunalpolitik, ja. Wenn eine kritische Entscheidung ansteht, kann ich dem Bürgermeister nur raten, mach eine Vorlage von 300 Seiten. Wenn du eine von 3 Seiten machst, ist die Gefahr groß, dass die Politiker das lesen, verstehen und sagen, Moment mal. Machst du aber 300 Seiten, kannst du und hinterher noch eine Zusammenfassung, kannst du ziemlich sicher sein, wenn es schief geht, dass man sagt, hier Seite 112, dritter Absatz, zweiter Halbsatz, da haben wir doch schon darauf hingewiesen. Und welcher Politiker sagt denn, ja, ich habe die Hand gehoben, aber ich habe doch gar nicht lesen können, weil es zu umfangreich ist. Kennen Sie die Geschichte mit der Konferenz der Datenschutzbeauftragten? Eine ebenso wahre wie schöne Geschichte. Es gab vor wenigen Tagen eine Konferenz der Datenschutzbeauftragten. Sie können jetzt natürlich sagen, das ist bei uns alles ganz anders, aber bei Ihnen wird es auch so sein. Sie loggen sich ins WLAN ein und akzeptieren die Geschäftsbedingungen. Wer jetzt aufsteht und sagt, bevor ich die akzeptiere, lese ich die alle durch. Da sind Sie ja schon wieder ausgeschickt aus dem Hotel. Aber die Datenschutzbeauftragten legen ja großen Wert darauf, dass die so formuliert sind, dass sie jeder versteht, damit der mündige Bürger es erst liest und dann akzeptiert. 80% der Datenschutzbeauftragten hatten allgemeine Geschäftsbedingungen akzeptiert, in denen auch der Satz stand, dass sie das erstgeborene Kind zur Adoption freigeben. Ja, weil der in dem Konferenzzentrum, der die allgemeinen Geschäftsbedingungen dann formuliert hat, wusste, wir wollen mal gucken, ob die das, was sie von den Bürgern verlangen, tatsächlich selber alle akzeptieren. So, jetzt bin ich ans Erzählen gekommen, aber die zweite Frage. Europa. Europa. Das sehe ich jetzt mal anders. Ich sage Ihnen, in einer Welt, die sich völlig verändert hat, ist mehr Europa nicht alternativlos. Alternativen gibt es auch andere, aber die bessere Alternative. Sehen Sie mal, vorhin ist gefahren, EGKS, Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Euratom hieß das alles früher, dann kommt die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, da hatten die Länder Europas 550 Millionen Einwohner und die Erde gut 3 Milliarden. Heute haben die Länder immer noch 550 Millionen Einwohner und die Erde fast 7 Milliarden. Wir haben 7% der Einwohner, 25% der Wirtschaftskraft und 50% der Sozialleistungen.
Umweltschutz kannst du nur noch international bekämpfen. Terrorismus, grenzüberschreitende organisierte Kriminalität geht in nationalstaatlichen Grenzen gar nicht mehr. Bekämpfung des Flüchtlingselends, das geht in nationalstaatlichen Kompetenzen und Grenzen gar nicht mehr. Auch was wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht. Wir werden marginalisiert werden bei der weltweiten Entwicklung und Zeiten der Globalisierung, wenn wir uns in die Nationalstaaten zurückziehen. Dann werden wir an Bedeutung verlieren. Gemeinsame Außenpolitik, Krisenprävention und Bewältigung, jetzt im Ukraine-Konflikt. Aber Europa muss sich im Klaren sein, wo brauchen wir Europa und wo können wir es auch in der Verantwortung der Nationalstaaten oder der Länder belassen. Es muss nicht jede Kleinigkeit unbedingt europaweit geregelt werden. Das ist ja mein Lieblingsbeispiel, die Seilbahnrichtlinie der Europäischen Union. Ist jetzt kein Scherz. Weil es eine Richtlinie ist, mussten wir die ja in nationales Recht umsetzen. Nach der innerstaatlichen Kompetenzverteilung waren dafür die Bundesländer zuständig. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich lange geweigert, ein landeseigenes Seilbahngesetz zu verabschieden, mit der eingängigen Begründung, man hätte keine Seilbahn und man würde auch nie Seilbahnen bekommen, weil die höchste Erhebung 200 Meter wäre. Dann kam jemand und sagte, aber unter Seilbahnen würden auch diese Wasserskibahnen fallen, die es auf Binnenseen gab, was übrigens stimmte. Und die waren in der Richtlinie ausgenommen. Sowieso. Und das Land Mecklenburg-Vorpommern hat ein landeseigenes Seilbahngesetz verabschieden müssen. Zig Paragraphen. Und ich sage mal, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber wir erleben das Ökodesign-Richtlinie. Ja, wie lange darf eine Kaffeeautomate, warmharte Platte dran sein, bevor sie automatisch ausgeht? Das ist der Trend in Europa, sich immer mehr um Sachverhalte zu kümmern, wo ich sage, das muss jetzt nicht unbedingt europaweit einheitlich geregelt werden. Letzte Frage zu Griechenland. Herr Bosbach, vielen Dank für den Besuch. Die Griechen haben doch sicherlich so viele reiche Leute, die sehr viel Geld in der Schweiz unter anderem gebunkert haben. Ja. Wieso hat die Schweiz die nicht ins Internet gestellt und veröffentlicht? Punkt 1 und Punkt 2 möchte ich sagen, wieso haben wir nicht mehr Zugriff oder Einfluss auf die Schweiz, um dem Ganzen abzuhelfen? Die könnten jetzt aus der Portokasse zahlen. Also müssen wir zwei Sachverhalte unterscheiden, wie auch bei uns in Deutschland. Alleine die Tatsache, dass in der Schweiz Vermögen liegt, rechtfertigt nicht die Annahme der Steuerhinterziehung. Ich kann auch Schweiz, Liechtenstein, Österreich mein Geld anlegen und ordentlich versteuern, wenn ich in denen die steuerpflichtig bin. Ganz anders sieht die Sache natürlich aus, wenn ich das Geld außer Landes bringe, um mich der inländischen Besteuerung zu entziehen. Da hat Frau Lagarde schon, ich glaube, das war schon zu Zeiten der Vorgängerregierung, ja eine Liste übergeben mit gut 2000 Namen. Und ob die Schweiz das rechtlich ins Internet stellen will, weiß ich jetzt nicht. Gibt ja auch noch ein Steuergeheimnis. Aber warum Griechenland, die griechischen Steuerbehörden, das nicht geschafft haben, innerhalb von, schätze mal, 2, 2,5 Jahren die Steuern einzutreiben, vielleicht auch durch Beschlagnahme von Inlandsvermögen, das was in Deutschland ruckzuck ginge. Warum das nicht gelungen ist, das ist eine Frage. Ich kann Ihnen diese Frage nicht beantworten. Italien ist ja zum Teil rigoros vorgegangen mit durchschlagender Wirkung. Die haben ja mal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion Luxuskarossen ihrer Bürger, die dem Staat Steuern geschuldet, haben die ja gefändet und das macht Eindruck bei den Betroffenen. So, was dem einen der Lamborghini ist, kann beim anderen die Yacht sein. Jetzt haben wir fast 80 Minuten über Griechenland gesprochen. Nur ist Griechenland nicht allein der Nabel der Welt, wenn er sieht, was das vielleicht so meint. Nur ein paar Minuten noch zu Deutschland, auch nicht ganz unwichtig. Herr Bosbach, am Wochenende hat WIDA sich eine neue Führung gegeben. AfD. Ja, AfD. Eine Verwechslung, die aber nahe liegt. Ja. kommt da eine neue republikanische Partei oder entwickelt sich da eine konservative Partei am rechten Rand? Ich fürchte Letzteres. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unter konservativ dasselbe verstehen.
Für mich bedeutet konservativ, prüfet alles und behaltet das Beste und nicht sich anbiedern am äußersten Rand, der äußersten rechten Rand der Gesellschaft. Also mit Ausländerfeindlichkeit habe ich überhaupt nichts am Hut. Und ich stehe sehr kritisch dem Islamismus gegenüber, sehr, sehr kritisch. Bedauere auch, dass da im Land selber vieles, ich will nicht sagen ignoriert wird, aber tabuisiert wird, was wir an Problemen haben, die man jeden Tag besichtigen kann. Aber ich beurteile Menschen nicht nach ihrer religiösen Zugehörigkeit, nach Hautfarbe, nach Staatsangehörigkeit, sondern nach Auftreten, nach Verhalten, nach Charakter. Und wirklich nicht nach Hautfarbe oder Religion. Ja, jetzt die Geister, die man rief, wie will man die jetzt wieder loswerden? Ich fürchte, dass die AfD auf dem Weg ist, der parlamentarische Arm der Pegida-Bewegung werden zu wollen. Und Herr Lucke wird nicht der Letzte sein, der sich da abwendet. Und es war natürlich Essen eine Richtungsentscheidung, eine wirtschaftsliberale, eurokritische, vielleicht noch wertkonservative Partei oder eine Partei, die sich ganz bewusst am rechten Rand anlehnt. Dann natürlich nicht den Igitt-Faktor von NPD oder so. Ja. Das dann natürlich nicht, unterstelle ich auch zunächst einmal keine. Aber dass man sagt, da gibt es einen Teil des Publikums, der politisch heimatlos ist, weil man auch bei der NPD will man sein Kreuz nur wirklich nicht machen, das befürchte ich. Ja, dann wird die AfD sich spalten. Ich habe übrigens da war noch CDU-Mitglied, an einer Videoschaltkonferenz mit Professor Lucke teilgenommen. Ich glaube, da hat er noch in Amerika gearbeitet oder gelehrt und ist dann kurze Zeit später dann ausgetreten, hat die AfD gegründet oder mitgegründet, wo er im Detail, als Professor, im Detail erläutert hatte, dass und warum es nicht gut gehen kann, mit einer Unmenge von Zahlen, von Beispielen. Ja. Ich muss sagen, hat er leider recht behalten. Ja. Also in der Causa Griechenland, damals zeitlich ging es um das zweite Rettungspaket. Mhm. Aber es war ganz klar der Ansatz, wirtschaftsliberal und eurokritisch. Ganz von allem anderen war überhaupt in der langen Konferenz auch keine Rede. Ja. Nun, das, was am Wochenende sich so ergeben hat, das könnte das nicht dann den Erfolg auch haben, den wir ja in anderen Ländern sehen, leider auch sehen. In Österreich, die FPÖ, Frankreich, in Ungarn. Ist da nicht die Gefahr, dass auch bei uns in diesem Bereich ausreichend Potenzial liegt, dass eine durchaus dann erfolgreiche Partei entstehen kann? Das glaube ich deshalb nicht, weil die Parteien, die eingezogen sind, Republikaner, NPD, kann ich mir gut daran erinnern, da saß Lehmann in der Bundesversammlung, dort sind sie ja entzaubert worden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass eine rechte, rechtsradikale Partei, die in ein Parlament eingezogen ist, Landesparlament, wo auch immer, durch die parlamentarische Arbeit reüssiert wird und sie als ernstzunehmende politische Kraft etabliert hat. Ich glaube, die NPD ist heute überhaupt nur noch in einem einzigen Landtag. Und die AfD macht ja auch nicht durch Mecklenburg-Vorpommern, durch politisch-parlamentarische Arbeit von sich reden, sondern eher durch Eskapaden. Wenn alleine gegen was zu sein, ist relativ wenig. Damit kann man vielleicht mal ein, zwei Wahlkämpfe bestreiten, aber irgendwann wollen die Leute auch mal wissen, wofür bist du eigentlich. Ich habe auch, um dann mal Pegida mal zu sagen, ich habe weniger Angst vor einer Islamisierung unseres Landes als vor einer Entchristianisierung unseres Landes. So, das kann jetzt in München anders sein als bei uns, aber bei der Jahreshauptversammlung am 24. Dezember, da sind die Kirchen voll. Aber schon ein paar Tage später sieht es dann wieder ganz anders aus. Aber wenn man selber nicht zu seiner eigenen religiösen Prägung und Überzeugung steht, seinen Glauben lebt, glaubhaft auch vorlebt, wie kann ich das dann von Angehörigen anderer Religion erwarten? Wenn wir selber nicht Respekt haben vor unserer eigenen christlich-jüdischen Tradition, vor der Geschichte unseres Landes, vor der kulturellen Prägung, warum sollen das dann die haben, die zu uns kommen? Also wir müssen schon selber auf uns aufpassen. Aber wenn jemand in die Moschee geht zum Beten, habe ich das nicht zu kommentieren, nicht zu kritisieren. Das ist eine private religiöse Überzeugung. Gibt es dazu Fragen? Erste, gleich hier. Gleich dazu. Ist nicht ein Teil des Erfolges der AfD auch darin zu suchen, dass die Diskussionskultur im Deutschen Bundestag auch schon mal etwas höher war? Verbal zumindest, ich kann mich noch an Schlagabtausche von Strauß und Wehner und so weiter erinnern,
Da haben die Leute um 12 Uhr in der Mittagspause zugeschaut. Heute schaut eigentlich kaum noch einer zu. Und jetzt, bei der, muss ich nochmal auf Griechenland zurückkommen, Diskussion haben wir den großen Oppositionsführer Gysi von der Linken, eine winzige Partei eigentlich, und wir haben ihre Stimme gehört, aber sonst nicht sehr viel. Ist es nicht, wäre nicht dort im Bundestag auch, wären mehr Stimmen nötig, laute Stimmen nötig? Also, die Zeiten ändern sich und jeder, der jetzt 2015 beklagt, den sage ich, 2045 heißt es, 2015, das war die gute alte Zeit. Die Charaktere ändern sich auch, der Stil der politischen Debatte ändert sich auch. Also Sie beschreiben das völlig richtig. Daneben erlebe ich, was gar nicht jetzt als Vorwurf gemeint, aber es ist tatsächlich so, bei den meisten, auch vor allem bei jungen Kollegen, den unbedingten Willen, nicht anzuecken und nicht aufzufallen. Ja. Auf keinen Fall eine wirklich glasklare Position, sondern am besten kommst du über die Runden, wie alles hängt mit allem zusammen. Kommen Sie immer mit durch, so intellektuell angelegt. Oder vom Ende her denken, da sagt auch keiner, sondern vom Ende her denken. Und es bleibt dann nur die Frage offen, ist der Redner jetzt dafür oder ist er dagegen? Da habe ich sogar ein bisschen Verständnis für, denn wenn du eine klare Position beziehst, hast du Anhänger, aber es gibt immer auch Kritik. Und da versuchen eben viele so zu formulieren, dass man sich selber unangreifbar macht, mit der Folge, dass die politischen Alternativen nicht ganz klar werden. Deswegen bin ich immer so unruhig bei dem Wort alternativlos. Alternativen gibt es immer. Frage ist nur, welche Alternative ist die beste oder die bessere? Und darüber muss man streiten können. Ich habe Zeiten erlebt in der CDU, Mitte, Ende der 70er Jahre, da gab es leidenschaftliche innenpolitische Debatten, Mitbestimmung, 116 AfG, leidenschaftlich, ja, Dregger und Gatzer und Blüm und wie sie alle hießen, ohne dass es der Partei geschadet hat. Es hat uns die Frage, wie geht man miteinander um, das ist völlig klar, aber diese leidenschaftlichen Debatten schaden einer Partei nicht, wenn klar ist, worüber gestritten wird und wie die Alternativen sind. Und irgendwann wird dann abgestimmt. Wenn man zu viel zu alternativlos erklärt, dann lehnen sich viele zurück und sagen, nee, alternativlos ist es nicht, ich habe eine andere Meinung, nur meine Meinung kommt gar nicht mehr zum Ausdruck. Wo ist eigentlich das Problem, einen Klaus-Peter Wilsch mal länger als 5 Minuten sprechen zu lassen? Warum ertragen wir nicht bei einer 2-stündigen Debatte mal 10, 15 Minuten, dass ein Kollege kommt, außer Linksfraktion, und der mal sagt, ich habe eine andere Sicht auf die Dinge, und zwar aus folgendem Grund. Ich meine, das müssen wir auch sagen. Hört die Demokratie aus, hört die Partei auch aus. Wir hatten ja zu Strauß' Zeiten auch eine andere Streitkultur hier und der Partei. Das ist auch nicht geschadet. Ne? Ungefähr. So, nächste Frage. Wir haben wohl ein Problem im Mikro, also bitte laut reden. Ja, dann müssen wir aber mal ein Flugzeug gehen. Ja. Ganz kurz, ich will gar nicht jetzt auf Griechenland zurück, aber es hängt ja beides für mich eigentlich ungeheuer eng zusammen. Sie haben vorhin gesagt, 10 Milliarden hat es den deutschen Steuerzahler schon gekostet, diese ganze Griechenland-Geschichte. Ja. Und Sie sagen, das finde ich sehr verdienstvoll, wir müssen endlich aufhören, den Leuten zu erzählen, dass das alles nichts kostet. Das trifft uns wirklich definitiv in die eigene Tasche. Ich halte es aber für keinen Zufall, dass das neu hochkommen von Pegida, dass dieser Rechtsruck in der AfD jetzt gleichzeitig kommt mit dieser ganzen Griechenland-Geschichte, wo Frau Merkel allen voran einfach sagt, wir müssen buchstäblich um jeden Preis im wahrsten Sinne des Wortes daran festhalten. Sehen Sie nicht einfach ein ganz großes Problem für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung darin, den Menschen zu erklären, dass auf der einen Seite Griechenland tatsächlich gehalten werden muss und auf der anderen Seite es uns dieses Opfer wert sein muss, weil wir hinterher letztlich eine Wertschöpfung davon haben. Also dann muss ich das auch offensiv sagen. Dann muss ich sagen, jawohl, es kostet etwas, aber, ich sage es jetzt mal volkstümlich formuliert, es ist gut investiertes Geld, weil. Dann muss ich diese Position ganz offensiv vertreten, aber dann habe ich natürlich zweimal einen Finanzierungsstrom nach Griechenland, einmal über die Europäische Union und einmal über die Währungszone. Denn die wirtschaftliche Prosperität ist in erster Linie eine Folge des Binnenmarktes, der Arbeitnehmerfreizügigkeit, der Niederlassungsfreiheit der Unternehmen, Abbau von Zollschranken und nicht tarifären Handelshindernissen. Das ist der Grund für diesen regen Handelswirtschaftsaustausch innerhalb der Grenzen der Europäischen Union.
Der Euro ist ja später dazugekommen. Ich will jetzt keinem wehtun, aber es gibt Länder ohne Euro, die haben ein höheres Wirtschaftswachstum als Deutschland oder die Länder in der Eurozone insgesamt. Also es ist nicht so, auch wenn wir das gerne sagen, dass wirtschaftliche Prosperität und soziale Sicherheit erst entstanden sind mit der Einführung des Euro. Man kann ja sehr schön vergleichen, wie war die Exportquote vorher, nachher, wie ist die Quote in den anderen Ländern, die ein eigenes Zahlungsmittel haben und eine Währung haben und nicht in der Euro-Währungszone sind. Aber Sie haben recht, das wäre eine völlig andere Erzählung, ein anderes Narrativ, wenn wir sagen würden, jawohl, aus geostrategischen Gründen, aus europapolitischen Gründen, das ist es uns auch wert. Aber dann müsste man es auch offensiv vertreten. Bisher hat man eben immer gesagt, wir haften nur, aber wir zahlen nicht. Und das lässt sich nicht mehr aufrichten. So, letzte Frage. Herr Großmark, wir sprechen immer davon, und auch die Regierung, die Parlamentarier, und halten die Dinge, die sie dem Volk im Wahlkampf fordern, nicht. Und das ist zum Beispiel die Aussage zur europäischen Wertegemeinschaft im Blick auf die Flüchtlingsfrage. Ja. Wir verstehen die EU als eine Wertegemeinschaft, Leben zu retten, Leben zu halten, Leben zu schützen. Ja. Und jetzt sehen wir maßgebliche wirtschaftliche Länder, die dazu in der Lage wären, Flüchtlinge aufzunehmen, die sagen einfach, nein, danke. Und was machen wir als Gemeinschaft dazu? Wir gucken zu und sagen, es ist dazu. Ist das so? Das ist in weiten Teilen so, wobei ich der guten Ordnung halber sagen muss, dass es Länder gibt in der Europäischen Union, die pro Kopf der Bevölkerung mehr Flüchtlinge aufnehmen als wir und unter anderem Nachbar Österreich. Aber darunter sind auch kleinere Länder, wo es nicht so beeindruckende Zahlen sind, wie zum Beispiel Malta, aber auch Belgien, insbesondere Schweden. Und dennoch, wenn Deutschland und Schweden mehr Flüchtlinge aufnehmen als die anderen 26 Staaten in der Europäischen Union und Deutschland im vergangenen Jahr 200.000 aufgenommen hat und Portugal 445, dann stimmen die Relationen nicht mehr. Wir werden in diesem Jahr über 400.000 aufnehmen. Aktuelle Zahlen von Freitag, wir nehmen zurzeit etwa 1.000 auf pro Tag, alleine aus den Balkanländern. Noch keine aus Eritrea, keine aus Syrien, keine aus Afghanistan, keine aus dem Irak. Von den 10 Hauptherkunftsländern sind 6 Balkanstaaten. Und ich habe im Mai und Juni mit insgesamt 6 Delegationen gesprochen, Innenministern, Innenpolitikern aus diesen 6 Balkanstaaten, die uns händeringend darum gebeten haben, nach Albanien, Kosovo zu kommen, Bosnien-Herzegowina, um doch im Fernsehen aufzutreten und zu sagen, bleibt zu Hause. Diese Länder verlieren die besten Leute. Es kommen ja nicht die Armen, die Kranken, die Schwachen. Es kommt die Mittelschicht, die gut Ausgebildeten, die glauben mit ihrer beruflichen Erfahrung, mit ihren Sprachkenntnissen, im Herzen Europa ein neues, besseres Leben beginnen zu können. Menschlich verständlich. Aber eben kein Grund, als Kriegs- oder Flüchtling oder als politisch verfolgt anerkannt zu werden. Aber Sie haben recht, dass es Länder gibt, auch wird, wir reden jetzt nicht von Rumänien und Bulgarien. 8 Länder in der Europäischen Union nehmen weniger als 1.000 Flüchtlinge auf. 8 Länder. Und da auch Länder, die wirtschaftlich stark sind, wie Großbritannien, sagen einfach, nein, bis hierhin und nicht weiter, wir nehmen nicht mehr Flüchtlinge auf. Was dann die Folge hat, dass die Länder überdurchschnittlich belastet werden, die eben keine Abschottungspolitik betreiben. Ich sage nur eins, ich kann nur hoffen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung so bleibt. Diese Anschläge auf geplante oder schon etablierte Flüchtlingsunterkünfte machen mir große Sorgen, aber allergrößte Sorgen, weil ich beides erlebe, ein unglaublich hohes Maß an Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, aber auch immer größer werdende Skepsis bei den Kommunalpolitikern, denn dort entstehen ja die Probleme, nicht in Berlin im Reichstagsgebäude, sondern die Integration findet ja in den Städten und Gemeinden statt. Ob diese stetig steigende Zahl noch aufnehmbar ist und sie wird im Laufe der nächsten Wochen deutlich ansteigen. Die Uhr ist grausam, aber unbestechlich und wir haben alle, glaube ich, noch Fragen an Herrn Bosbach, die wir leider noch verstellen können. Ich muss mich entschuldigen bei denen, die ich etwas rüde abwürgen musste. Beim nächsten Mal dann wieder. Herr Bosbach. Aber nur, wenn Sie uns versprechen, dass Herr Bosbach bald wiederkommt. Jederzeit, wenn, also die Türen sind offen. Herr Bosbach, herzlichen Dank.